Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Clash of Clans. Ja, ich bin mal wieder bei Clash of Clans am Zocken. Wie ihr seht, ich nutze den einen Gemboost von den Elixiersammlern und von den Kasernen aus. Das war gerade geradlos, aber das soll mich nicht wirklich stören. Wir wollen nämlich ein paar Angriffe machen. Und ich würde sagen, meine Base könnt ihr euch jetzt ein bisschen angucken. Vielleicht, also ich schaue einfach das Video und gucke euch das an, weil ich bin jetzt, also ich will jetzt sofort weitergehen und den ersten Angriff starten, weil ich jetzt so machen. Ich mache jetzt hier einen kurzen Cut und wenn ich einen Gegner gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Also bis gleich. Ja, okay Leute, ihr wundert euch, warum bin ich bei mir zu Hause, denn ich kann es euch gerade mal zeigen. Eine Wartungspause ist gerade mal am Laufen. Vermutlich werden jetzt gleich die Goldminen auch noch geboostet. Keine Ahnung, denke ich mal einfach. Ja, egal. Ich bin einfach mal so YOLO und mach jetzt hier, dann werde ich doch meine Base ein bisschen reviewen, muss ich ja schon, weil ich habe ja keine andere Wahl. Also Leute, ich bin Level 89, aktuell Kristall 3, immer noch schön am Farmen mit Bam. Meine Mauern sind, glaube ich, schon zu einem großen Prozentsatz auf 7, also nur noch dieses hier und die äußeren Teile fehlen und dann habe ich es auch schon. Bin schon sehr, sehr gut dabei auf jeden Fall. Ja, dann, was gibt's noch Neues? Ich habe alle meine Armeelager auf 7 abgegradet, damit ich auch 220 Truppen ausbilden kann. Meine Minensammler werden noch abgegradet auf 12. Ja, was gibt's noch? Die Magiertürme sind jetzt auch alle Level 6, das hatte ich auch letztens gemacht. Ja, und dann kommen jetzt nur noch die Teslas und dann komme ich einmal kurz zu den Mauern und danach kommen dann die geilen Upgrades, also hier sowas und so. Und dann halt danach, wenn die fertig sind, kommt dann nur noch Mauerfarming, das habe ich sicherlich schon mal gesagt. Mein Bubking ist aktuell auf 8, den wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher machen. Natürlich auch meine Königin, aber zuerst kommt der Bubking, weil er billiger ist. Ja, und meine Loons kommen gerade auf 6 und danach werde ich die Lakaien bis 5 machen. Seht ihr auch schon an meinem Dunklen und ja, ansonsten gibt es echt nicht viel zu sagen, was das Problem ist. Ich hätte jetzt voll gerne angegriffen. Ah, die Wartungspause ist ja noch. Das heißt, ich will jetzt sagen, nach diesem kurzen Base-Review sehen wir uns gleich wieder, wenn Supercell sich überlegt hat, dass die Wartungspause vorbei ist. Weil hier gibt es ja auch diese neuen Videos und so. Und ich glaube, ich werde mir das gleich mal angucken. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns gleich nochmal wieder und dann werde ich mindestens noch eine bis zwei Attacks machen. Bis gleich. So Leute, die Wartungspause ist vorbei und wir haben hier einen kleinen Gegner zum Zwischendurch-Raiden gefunden. Ich habe auch die Sounds ausgemacht, weil die stören mich ein bisschen, wenn ich zocke. Falls es euch wundert, warum die Sounds aus sind. Ja, dann wollen wir uns mal hier kurz die Base snacken. Hier noch das Elixier und dann ja, läuft das schon. Ist natürlich auch alles an Loot, ist natürlich in den Sammlern. Bis auf irgendwie 1000 oder so. Upsala, warte mal. Von der Seite gehen wir jetzt erstmal noch rein, weil hier sind noch ein paar mehr Sachen. Dunkles hat er eh nur 2. Also das bringt es mir jetzt nicht wirklich. Was gibt's noch? Ja, da ist schon das Schild. Ich habe eh geboostete Sachen, Digga. Ich mache jetzt die Base platt. Ich fick die jetzt noch. Das laggt jetzt ein bisschen, weil hier so viele Truppen am Rödeln sind. Aber egal, juckt mich nicht. Los! Snackt euch noch das Rathaus! Als ob die schaffen das ohne Scheiß. Safe, Digga. Wenn nicht, dann schicke ich noch meine Helden gerade durch. Geilo! Noch das Rathaus gesnackt. Da hat sich doch noch gelohnt, alle meine Truppen reinzuballern. Ja, jetzt lassen wir den noch ausklingen, den Angriff. Vielleicht klauen wir uns noch eins von den zwei Dunklen. Wer weiß? Und ja, dann haben wir auf jeden Fall wieder eine Liga und läuft bei uns. Und wir haben ein dunkles... Nein. Okay, wo ist denn da? Hat er einen Bohrer? Oh, schade. Egal. Netter Angriff, 2 Sterne. Dann nehmen wir die 8 Trophäen doch gerne mal mit. Also nicht wirklich viel Loot, aber für sowas muss man halt auch... Mal so einen Loot muss man auch nutzen. Ich denke mal, jetzt werden die Boosts wieder aktiviert oder so. Boost fortsetzen, Boost fortsetzen. Boost fortsetzen, fortsetzen, fortsetzen. So, und dann würde ich sagen, cut ich mal und
Dann seht ihr mich gleich wieder, wenn ich einen neuen Angriff gefunden habe. Also bis gleich. So Leute, noch ein kleiner schöner Angriff auf ihn hier. Er hat über 1000, das ist schon mal dunkel, das ist schon mal sehr gut. Also ich meine, den Großer wird wahrscheinlich in seinen Elixierbohren haben, dunklen Elixierbohren, aber ist ja egal. Wir snacken uns das gerade mal auf. Also ich denke mal, in den Elixiersammeln ist auch so wenig, weil er 3 oder 4 upgradet, aber die anderen sind halt alle prall gefüllt, die... Also nicht prall, aber gut gefüllt. Solide würde ich das nennen. Und ja, wollen wir mal gucken. So, von hier oben ist noch was. Ziehen wir das mal rum. Holen uns noch die kleinen 50% wahrscheinlich dann auch mit unseren Helden noch. Oh, das ist ja noch genug Sachen. So 49% und dann machen wir noch diese Beute hier. Snack! Und ja, gut, wir haben nicht wirklich viel gesnackt. Wie eigentlich, also ich snack bei solchen Angriffen nie wirklich viel. Sondern immer nur so, ja gut, Elixier jetzt nicht wirklich viel, weil gegen den Ausbau, aber immerhin fast 100.000 Gold. Weil wenn man ganz viele von diesen Angriffen macht, dann summiert sich das halt auf und du hast dann am Ende des Tages trotzdem viel gelootet. Und meine Truppen sind insta wieder voll. Es ist einfach krank mit diesem Boost. Dann wollen wir mal nachproduzieren. So. Und ja, es ist bald, also wenn ihr dieses Video seht, ist schon Weihnachten vorbei, denke ich mal, weil ich habe so viel im Voraus produziert, dass das jetzt irgendwie am 28., 29. irgendwie rauskommt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wann das letzte Video war, aber auf jeden Fall, naja, werdet ihr das nach Weihnachten erst sehen. Aber bei mir ist es jetzt noch 2 Tage vor Weihnachten. Und das wollte ich nur angesprochen haben. Und jetzt machen wir das. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei einem weiteren Angriff. Wenn ich jetzt nicht sofort auf den First Click einen finde. Nee. Okay, dann bis gleich. Leute, da ist der nächste Angriff. Wieder mal ein Rathaus 8. Aber der hat endlich mal ein bisschen mehr. Wollen wir uns den mal snackern. Packen wir mal hier was drumherum. Dann machen wir die Seite noch ein bisschen platt. So, Bogies, schön viel Bogies. All around the world, man, ich schwöre es dir. Ich kriege gerade zwischen die Musik, ne, riech den. Juckt mich gerade nicht so, weil ich muss gerade ein bisschen Clash of Clans. Weiß, was los ist. Müssen clashen mit den Feinden. Warte. Nein, erstmal noch. Hier kaputt, da kaputt, da kaputt. Jetzt müssen wir noch holen. Versuchen das Rathaus zu holen, ist schwierig, aber. Ich hab voll den Ohrwurm, Digga. Lock mich. So, 2000 sind übrig geblieben. Das... Wartet kurz. Ja, ich hab hier, denke ich mal, alles... Ja, ist dunkel, da ist eh nicht so viel. Brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Immerhin zwar dunkles 166.000. Zum Abschluss noch mal ein bisschen mehr Loot. Und es ist echt schwierig zu schreiben und gleichzeitig aufzunehmen. Ja, dann würde ich sagen... Haut rein. Wir sehen uns im nächsten Part. Also ich werde auf jeden Fall... Also ein Weihnachtsvideo habt ihr ja schon gesehen. Also ich werde wahrscheinlich ein Weihnachtsvlog machen. Das habe ich mir schon überlegt.
Und den werdet ihr wahrscheinlich gerade gesehen haben oder so in der Richtung. Vor allem meine Amiga sind schon wieder voll so krank. Egal. Ich will aber jetzt den Part beenden. Und zwar, also, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder spätestens übermorgen wahrscheinlich, weil heute der 29. ist, soweit ich es nachvollziehe. Und wenn der 29. heute ist, dann ist ja in 2 Tagen Silvester und da kommt dann auch nochmal ein Video. Also ich werde es so machen, ich werde ein Video aufnehmen und das dann um 0 Uhr hochladen. Das könnt ihr euch dann später angucken, aber so, dass ich es um 0 Uhr hochgeladen habe, das wäre eigentlich ganz, das ist der Sinn davon. Ich werde, denke ich, mal so eine Art Jahresrückblick ein bisschen machen, vielleicht mit Kai zusammen. Aber das seht ihr ja dann, nicht mehr so viel Gelaber, sondern jetzt haut da rein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!